Ja, wir sind wieder dabei, den nächsten Punkt von Outdoor Deutschland aufzuräumen. Und zwar, nicht alles ist Bushcraft, nur weil man es so nennt. Das ist ein Thema, was ich ein bisschen leid bin, weil ich muss meine eigenen Videos jetzt mit Bushcraft benennen, damit die Aufrufe kriegen, weil das alle so machen. Also weiß ich auch nicht, aber es macht so den Eindruck, dass alles heutzutage Bushcraft ist, auch wenn die Tätigkeit an sich nicht Bushcraft ist. Weil ich könnte mich jetzt ja hier hinsetzen und kurz was schnitzen. Dann bin ich aber eigentlich gewandert und nenne das Ganze Bushcraft-Abenteuer Deutschland. Ja, weil ich habe ja geschnitzt, ich habe was mit Holz gemacht und bin aber gewandert. Und das ist nicht der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und deswegen möchte ich heute einmal ein paar Begriffe aufgreifen und berichtigen und dann in den Zusammenhang stellen, wie sie eigentlich zu verstehen sind, wie sie eigentlich gemeint sind und wie wir das Ganze eigentlich benennen sollten und was wir tun sollten. Ja, gut, fangen wir gleich an. Der größte Thema ist Bushcraft Overnighter. Ja, dass du einen Overnighter machst, ist ja schon mal schön und gut für dich. Aber dass eine Tarp, die du in Decathlon gekauft hast oder wenn du fancy bist auf Amazon oder noch fancier im Fachhandel, dass die aufzuspannen Bushcraft ist, das glaube ich nämlich nicht. Bushcraft ist nämlich nach dem Wortlaut her das Waldhandwerk oder das Busch, das Feldhandwerk. Das kommt daher, dass die Dinge aus dem Wald gebaut werden und ohne Ausrüstung und ohne zusätzliches Material eben eingesetzt werden. Weil Bushcraft ist eine Trapperhütte bauen, aber kein Tarp aufspannen. Ein Tarp aufspannen ist höchstens Camping, wenn man so will, oder vielleicht noch bivakieren, damit wir ja im deutschen Gesetztermini korrekt bleiben. aber damit ist ein Overnighter an sich erstmal kein Bushcraft-Abenteuer. Auch nicht ist das Wandern ein Bushcraft-Abenteuer. Weil Wandern ist Wandern und nicht Bushcraft. Survival ist auch so ein Lieblingsbegriff. Alles ist Survival oder Bushcraft. Und das stimmt auch nicht. Weil wir haben noch deutlich mehr zu tun und zu erleben als Survival und Bushcraft. Und Survival ist auch nicht gleich Bushcraft, weil das, was Bear Grylls macht oder früher auch gemacht hat in den Shows, ist Survival, aber kein Bushcraft, weil er ist nur von A nach B gegangen. Also kann man sagen, er ist eigentlich gewandert, ja, oder manchmal geklettert. Aber er hatte keine großen Bushcraft-Einrichtungen im Wald umgesetzt und ausgeführt. So, Survival bedeutet, dass wir wirklich ums Überleben kämpfen und nicht in Urlaub im Wald machen und nicht mit unserem Rucksack gepackt mit Essen und mit allem, mit Wasser und allem drum und dran, mit einem Schlafsack noch in den Wald wandern und sagen, oh, wir machen Survival für 24 Stunden. Weil 24 Stunden ist noch sehr wenig von Survival, weil was überlebst du da eigentlich? Also, und wenn du Angst hast, dann rennst du einfach ins nächste Dorf und setzt dich in ein Taxi und dann bist du wieder zu Hause. Also Survival in Deutschland machen die wenigsten, weil es einfach keinen Sinn und Zweck hat. Also du kannst ohne Probleme, wenn du um 16 Uhr in den Wald gehst, bis morgens früh um 10, ist das kein Survival, weil also, das ist eine Übernachtung, aber kein Survival. Das nächste ist dann tatsächlich jetzt mal das Camping und Bivakieren. In Deutschland dürfen wir nach dem Gesetz nicht im Wald lagern. Das bedeutet, wir dürfen nicht übernachten in einem aufgebauten Lager und zelten. Da gibt es Einschränkungen, je nach Bundesland nochmal speziell. Aber das ist so erstmal der Grundtenor. So, Bivakieren ist das Übernachten in einem Schlafsack unterwegs, während du auf Reisen bist. Es gibt davon aber hunderte Ausnahmen und das wäre jetzt alles zu viel, das jetzt so im Ausführlichen nochmal aufzugreifen, weil das tatsächlich in der Praxis sehr viel unterschiedener sein muss. Weil du kannst teilweise zelten, wenn du mit einem
Kanu unterwegs bist, gibt es Zeltplätze oder Lagerplätze, die eingerichtet wurden für Kanufahrende. Da kann man jetzt dann übernachten. So, aber das Thema an sich ist noch viel größer und ist deswegen wichtig, dass wir da mal drüber gesprochen haben, weil Bushcraft ist nicht Campen. Und nur weil ich im Wald campe, wird das damit auch nicht zum Bushcraft. Weil das ist dann einfach nur eine Übernachtung im Wald. So, wenn ich jetzt aber, und jetzt kommen wir in die weiteren Begriffe von Tracking, Wandern und Hiken, weil das ist jetzt der spannende Teil, wo das mit der Übernachtung nochmal interessant wird, weil wir beim Tracking eine lange Distanz wandern, die dann meistens auch mehrtägig ist und deswegen zu einer Übernachtung führt. Und das ist das, was wir bei amerikanischen Outdoor-YouTubern sehen, dass die auf eine Tracking-Tour gehen und das halt ultra-light machen teilweise. Sie nennen es ist aber damit nicht Survival, nur weil ich weniger mitnehme. Sondern es ist gezielt kein Survival, weil die Ambition nicht da ist, ums Überleben zu kämpfen, sondern von A nach B zu wandern und währenddessen zu übernachten. Und dafür muss man halt seine Tagesration mitnehmen. Das ist aber alles vorbereitet, das ist alles geplant und damit kein Survival. Eine Tracking-Tour, die schief läuft, kann natürlich zu einem Survival werden. Und da sehen wir auch schon, dass die Dinge zusammenhängen, aber nicht ausschließlich als Bushcraft oder Survival zu bezeichnen sind. Wenn wir jetzt wandern gehen, wandern wird in Deutschland von der Wandergesellschaft als als zu Fuß eine Distanz zu überqueren, die mehr als eine Stunde ist. Das ist natürlich sehr weit, weil wenn ich mit den Kindern durch das Dorf spaziere, wird es damit nicht zur Wanderung, weil die nur langsam sind und über eine Stunde brauchen. Also damit ist das auch teilweise halt undeutlich zu trennen. Hiking ist wahrscheinlich das Äquivalent von Wandern auf Englisch und damit sehr ähnlich zu Wandern zu sehen. Also Hiking und Wandern. Damit haben wir die beiden schon mal sehr gut aufgeteilt. Dann gibt es aber auch noch das, was wir bei den Pfadfindern gemacht haben, was ein Hike war, was dann im englischen Fachbegriff dann Tracking ähnlich ist. Wo wir gewandert sind, haben ein Lager aufgebaut und sind am nächsten Tag wieder weitergewandert. Also damit ist das aber ein anderes Hike, weil es nicht das H-I-K-E ist, sondern das H-A-J-K, das Hike ist. Und damit gibt es auch noch in verschiedenen Interessensgruppen auch noch verschiedene Begrifflichkeiten oder Nuancen dazu, was die ganze Sache noch mal deutlich schwieriger macht. So, naja gut, auf jeden Fall haben wir jetzt so schon mal ein paar Begriffe wenigstens aufgeräumt. Und deswegen wird mein Video damit jetzt nicht von der Wanderung zu Survival werden. Weil ich gehe jetzt nach Hause. Und zu Hause kann ich was trinken und kann ich was essen. Damit ist die kleine Wanderung jetzt hier, auch wenn es kein Spaziergang mehr war, weil wir mehr Distanz und länger unterwegs waren. Aber eine Wanderung ist nicht zu Survival. Und einmal nur kurz im Wald zu sitzen, ist auch kein Bushcraft. So, ich bin gespannt auf eure Kommentare. ich gehe davon aus, dass es nicht allen immer schmeckt. Aber so ist das nun mal. Mein Ziel ist einfach nur, dass wir mal mit diesen Themen ein bisschen aufräumen. Weil mein Herzensanliegen ist es einfach, dass ihr rausgeht in die Natur und die Natur erlebt. Und die Messlatte nicht zu überholt setzt, sondern die Messlatte so setzt, dass sie tatsächlich auch einzuhalten ist. Und dass es um das Abenteuer an sich geht. Dass ihr die Natur erlebt und eine Beziehung zur Natur aufbaut. Und wie ihr das macht, ist mir relativ egal, aber ihr solltet dabei bitte Rücksicht nehmen und euch an die Regeln und Gesetze halten und nicht hier alles übertreiben. Und ihr müsst tatsächlich nicht mit dem Overnighter anfangen.